Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und hier gibt es alles rund um das Thema VR und heute gibt es ein Game für die Pico 4 autark und das ist Orkana Conflict. Das ist ein Echtzeit-Strategie-Game à la Command & Conquer, kann man sagen, das in VR. Und ja, wir können alles von oben steuern, wir können aber auch runter und mitkämpfen. Das sollte man auch tun teilweise, weil es sonst die eigene Armee nicht schafft. Und ja, es ist ein richtig cooles Game. Es ist von einem Entwickler, das ist der Adam von Rock AK Games und der hat das Ganze hier ins Leben gerufen und ja, ich habe euch das Game schon mal auf meinem Kanal gezeigt, aber als Steam VR Version und ja, diesen Link werde ich euch in die Infobox packen und in die Beschreibung, könnt ihr euch das Video mal anschauen. Da habe ich glaube ich gestreamt und ich habe für dieses Game, für eine Einheit habe ich meine Stimme gegeben. Das wollte ich euch jetzt einmal zeigen und vorführen, dass ihr auch die Stimme dann mal seht. Und ja, das ist die Einheit Gigantos, die kriegt man ab Level 4. Und ja, das war für mich das erste Mal und ich wollte das ja mit euch mal teilen, dass ihr seht, okay, der Tupac hat hier auch mal eine Einheit, ja, eine Stimme verliehen. Und ja, fangen wir mal an mit Commander. 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 Ich weiß gar nicht, ob man das hört, dass ich das spreche. Let's see how my fist tastes. Und die ist natürlich so ein bisschen behandelt worden, damit es sich so anhört, dass es von einer Androiden-Einheit kommt. No problem. No problem. Und ich habe natürlich auch meine Stimme verstellt. Nobody passed my steel. Ready for orders. Ready for orders. Da hört man natürlich immer, wenn man die Einheit anklickt, ready for orders. Ready for orders. Roger. Roger. I'm here, Commander. What? 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 What can I do for you? What's the plan? We'll do that. Yes, Commander. Nobody passed my steel. Your orders, sir. Ja, und das war's auch schon. Your orders, sir. Also, das war für mich komplett neue Erfahrung. Ich fand's richtig cool. Ich hätte auch natürlich mal gerne ganze Sätze gesprochen. Aber ja, das war mal richtig cool. Habe ich auch mich mega gefreut, dass ich das machen durfte. Und ja, die Einheit ist relativ groß und hat auch richtig Power. Also, wie ich ungefähr. Und ja, damit kann man schon einiges wegfegen. Aber wie gesagt, erst ab Level 11 könnt ihr diese Einheit dann produzieren und damit dann die Gegnerhorden ja hoffentlich eliminieren. Und ja, ich würde sagen, ihr schaut euch jetzt einfach mal das Gameplay an. Ich habe Mission 1 gespielt und ja, wollte jetzt nicht zu viel vom Game zeigen, sondern auch mal wirklich nur Mission 1, wie das Ganze funktioniert, wie gebaut wird und ja, dann auch, wie man das Level 1 beendet. Es hat einen kompletten Story-Modus, das heißt, wir hangeln uns von Level zu Level, von Story zu Story und ja, so geht das Ganze dann weiter und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei Orkana Conflict. So Leute, hier sind wir bei Orkana Conflict im Hauptmenü, so beginnt das ganze Spiel und ja, wir haben hier die Möglichkeit, unter Orkana Conflict Informationen können wir uns die ganzen Level direkt auswählen. Also man sollte schon wirklich eigentlich durchspielen von Level zu Level, weil es halt auch von einfach bis immer schwerer wird. Man hat auch die Möglichkeit, eine Stufe einzustellen, Schwierigkeitsgrad einzustellen. Aber hier kann man wirklich direkt in Level 4 oder 5 springen, wie man möchte. Oder die anderen auch. Ich würde aber jetzt sagen, wir gehen ins Spiel, ins Hauptmenü. Ach, wirklich. Cut. Cut. Ja, Leute, willkommen bei Orkana Conflict. So startet das Spiel. Wir sind hier im Hauptmenü und schauen wir uns einmal ganz kurz rum. Das hat so ein bisschen was von Star Trek, würde ich mal fast sagen, vom Look her. Ja, hier haben wir die Bonus-Map. Es gibt insgesamt 5 Maps und die Bonus-Map. Und
Man kann hier auch auswählen, ob man Level 1, 2, 3, 4, 5 direkt spielen möchte. Also ich könnte jetzt direkt in Level 4 oder 5 springen. Und ab Level 4 gibt es auch die Einheit, die ich gesprochen habe. Und ich empfehle euch aber, erst das Tutorial zu spielen und dann erst in Level 1 zu gehen und dann von Level zu Level zu springen, weil es sonst einfach zu schwer ist. Und wir gehen jetzt einfach mal in ein neues Spiel. Dann gehen wir auf normale Schwierigkeitsstufe. Man hat ja auch Mittel und Hard, also da kann man echt auswählen, was man möchte. Ich spiele immer gerne normal erstmal. Auch um zu schauen, wie ist das Game, wie schwer ist es. Und jetzt kommen wir hier zur Story. Was ein friedlicher Ort. Also das ganze Spiel hat halt wirklich eine Story und man wird auch von Level zu Level dadurch geführt. Oh je. Raumschiff. Magneto und Anna, hört mich an. Ihr alle steht jetzt unter meiner Kontrolle. Ich bin von nun an und für alle Zeit euer Gott. Einheimische Tiere und Bewohner werden angepasst werden oder sterben. Widerstand ist zwecklos. Was von Stranger Things, ne? Die Kreatur. Ja, die Ziege geht mal besser rückwärts. Ja, Level 1 oder Mission 1 können hier aktuell, soll man sich auf jeden Fall diesen Monitor hier anpassen, dass der ungefähr auf Augenhöhe ist. Dafür gehen wir ins Bildmenü unter Game Options und dann haben wir hier Change Player Height. Und hier kann man so ein Offset einstellen und jetzt ist es ungefähr auf Augenhöhe. Hier haben wir auch nochmal die Sound Controls und kann man lauter oder leiser machen. Und hier haben wir das Baumenü auch, das zeige ich euch aber gleich. Ich werde jetzt auch das Level hier nicht durchspielen, ich möchte euch nur mal zeigen, wie das Ganze funktioniert, wie ich bauen kann, was ich machen kann. Und im Endeffekt sollt ihr das Spiel wirklich selber spielen, durchspielen. Und ich bin da auch jetzt nicht wirklich gut drin. Ich habe das Spiel aber schon mal auf dem PC gezeigt. Diesen Videolink werde ich euch auf jeden Fall in die Beschreibung packen oder in die Infobox auch. Und dann könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinschauen. Das war das PC VR-Gameplay. Und jetzt gehen wir in Mission 1. Da gibt es dann auch nochmal eine Erklärung.
Und hier gibt es auch nochmal so ein bisschen so einen kleinen Tipp. Denken Sie bitte daran, die meisten Ressourcen erhalten Sie von den Bohrtürmen und immer 6 bis 8 Sammler bauen. Okay, also Bohrtürme schauen wir uns auch gleich Willkommen, mal an. Willkommen, Kommandant. Ich bin froh, dass wir zusammenarbeiten. Ich bin General Haut und habe Ihre erste Mission für Sie hier. Der Feind wurde im Norden und Osten gesichtet. Späherinformationen zufolge hat er Pläne des neuen Sonic Panzer geklaut. Kommandant, sichern Sie die Basis ab. Bauen Sie Häuser, eine Kaserne und genügend Einheiten, um den Feind im Osten und Norden anzugreifen. Im Hauptlager des Feindes finden Sie eine schwarze Transportbox mit den gestohlenen Plänen. Es wird durch ein kleines Kraftfeld geschützt. Ihre Einheiten sollten dieses Kraftfeld zerstören können. Anschließend können Sie persönlich die Pläne dann aus der Box nehmen, damit der Feind diese nicht weiterleiten kann. Helfen Sie Ihren Einheiten auch jederzeit am Boden, wenn sie unter Beschuss stehen. Sie können das Feuer der feindlichen Panzer auch auf sich ziehen, indem Sie Ihre Waffe oder Granaten einsetzen. Aber bleiben Sie den Geschütztürmen fern und bewegen Sie sich immer. Direkte Treffer machen sonst hohen Schaden. Viel Glück. Ja, hier steht auch nochmal, baue eine Basis, Häuser, Kaserne und töten Sie Orks. Zerstören Sie die Orks-Häuser im Ostlager, bergen Sie die Sonic-Pläge im Hauptlager. Ja, hier haben wir so ein kleines Equipment-Menü und wir können hier einmal für... Ich glaube, die Bombe ist umsonst, weil das wirklich für das Spiel wichtig ist. Also so eine Art Story-Item. Und hier können wir für Food und 5 Orkonit können wir auch Granaten holen. Orkonit ist hier, das da haben wir 0 von, als andere haben wir. Aber ich zeige euch jetzt gleich mal, wie man was macht. So, okay, Commander, good luck. So, jetzt gehen wir erstmal hier raus. Also wir haben einmal die Möglichkeit, das Ganze von hier aus uns anzuschauen, aus der Ego-Perspektive. Und dann können wir aber per Button nach oben das von oben uns anschauen und ja, das ganze Feld überblicken. Wir können auch so ein bisschen mal spähen, was hier die Lager machen. Also hier haben wir einen großen Geschützturm, ein paar Einheiten, kleinere. Und hier haben wir einen Bohrturm. Also von daher kriegt man am meisten Sachen. Also das heißt, eigentlich sollte man dieses Lager zuerst angreifen und danach das hintere. Also hier alles platt machen, Bohrturm sichern und dann geht es auch schon los. Ich würde jetzt mal anfangen, erstmal ein Haus zu bauen. Und dafür muss ich hier meine Einheit anklicken, dann das Bildmenü öffnen und dann können wir hier mit dem Finger erstmal drauf. Dann wird uns angezeigt, was wir hier haben und dann nochmal richtig draufklicken und dann kann man halt hier die Sachen aufbauen. Per Trigger kann man das Ganze dann drehen und per Button bauen. Dann wird das hier schon mal gebaut. Population wird dadurch erhöht. Wir können dann mehr Einheiten bauen. Ist natürlich ganz wichtig von 011. Ich würde jetzt auch sagen, hier, wir bauen jetzt hier mal Sammler. Weil die sammeln uns natürlich die Ressourcen, die es hier so gibt. Und das sollte man auf jeden Fall machen. Hier haben wir, ich glaube, das wäre Food, Holz. Und das ist Metall da hinten. Und ja, ich finde es ziemlich wichtig, dass man die am Anfang baut, um genügend Ressourcen immer zu haben, um die Einheiten zu bauen. So, was haben wir denn so am wenigsten Food? Metall haben wir viel, Holz, gehen wir mal auf Holz. What can I do? So, ich würde das jetzt auch so machen, dass ich wirklich so 5, 6 von denen baue. What can I do? Und die sollen uns erstmal hier so ein bisschen Certainly. So, Holz. Food sollte langsam auch reinkommen. Dann bauen wir noch ein. Dann haben wir 6 Stück an der Zahl. Und dann fangen wir erstmal an, nochmal ein Haus zu bauen. So, ich möchte hier auf jeden Fall ein bisschen mehr an Population haben. Dann können wir auch eine Kaserne bauen. Building complete.
So, du baust ja erstmal. Du baust jetzt erstmal ein paar Häuschen. Building complete. So, jetzt haben wir hier eine Kaserne, die wir noch bauen können. Wir setzen einfach hier hin. So. Gut gemacht, Kommandant. Baue jetzt Einheiten, damit du diese Basis verteidigen kannst. Und greife den Feind an. So, jetzt können wir auch erstmal nichts mehr bauen. Aber wir haben jetzt genug Sammler auch am Start. Den wollte ich eigentlich noch bauen hier. Noch einen. Und den Rest machen wir dann die Einheiten klar. Oh, der baut nicht mehr. Mehr als 6 Sammler geht wahrscheinlich nicht. Okay. So, jetzt haben wir hier folgende Einheiten. So einen kleinen Standard-Soldier. Dann haben wir hier so einen Rocket Buggy. Dann haben wir einen Heiler. Und dann haben wir auch nochmal so ein Fahrzeug. Ich glaube, das kann andere Geschütztürme und so angreifen, Panzer. Und macht da auch so ein bisschen Schaden. Also da muss man sich natürlich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Your order, sir? Was baut man am besten? Wie viel? Und diese Basis hier, wie wir sehen, die ist gut abgeriegelt. Wir haben hier einen Geschützturm, den müssen wir natürlich auch erstmal erledigen. Dann müssen wir hier das Tor öffnen und ja, hier sehen wir jetzt auch, das ist die Kiste, die wir auch brauchen. Da sind die Pläne drin und wie wir hier sehen, die haben einige Panzereinheiten, Geschütztürme, also die sind echt übel, die Geschütztürme. Aber ich würde mich erstmal so darauf konzentrieren, dass wir da... Okay, da kommt schon was. So, wir können auch hier runter. Und dann können wir auch mitmachen. So, jetzt haben wir natürlich noch nicht so viele Einheiten gebaut. Aber für die reicht das erstmal. Na komm. Oh, der macht erst Mod. Okay, die haben wir auch schon mal erledigt. Also wir haben den ersten Angriff gut überstanden. Und ich muss halt sagen, ich bin nicht wirklich gut in diesen Games. Das heißt, ich erwarte jetzt nicht, dass ich hier direkt die Basis stürmen kann. Also wir bauen jetzt erstmal hier, bis wir nicht mehr können. Yes, Commander. As you wish. Müssen wir mal schauen, wenn wir jetzt... Na, die kann man auch nicht mehr bauen, also mehr Einheiten ist in diesem Level hier nicht erlaubt. Das heißt, wir müssen mit diesen Einheiten dann klarkommen, die wir jetzt hier gebaut haben. Oder die wir noch bauen können. Wir können auch auf mehrere Sachen klicken, dann haben wir hier so eine Abarbeitungsliste, die dann gemacht wird. Wo ist denn jetzt meine Waffe? Ich will ja mitmachen. So, der Heiler ist auch direkt am Start. Also das ist eigentlich ganz cool, dass wir hier wirklich... Ah, guck mal, da sind die kleinen Einheiten. Dass wir hier mitmachen können, könnte ein bisschen bessere Waffe haben, ne? Aber gut, müssen wir mit klarkommen. Ich schaue jetzt mal ganz kurz, ob wir jetzt hier mal Granaten oder so kaufen können. Need more resources. Ah, Orkanit haben wir keins. Okay.
Kill Orkonis von The Drilling Towers, genau. Die brauchen wir. Und dann könnten wir sogar auch Abwehrtürme bauen, wenn wir jetzt hier endlich mal diesen Turm da einnehmen. So, jetzt müssen wir mal schauen, was haben wir hier noch? So, danach soll es auch gut sein. Dann greifen wir an, ein bisschen Action hier. Incoming Transmission. Kommandant, bevor ich es vergesse, um Orkonit-Erz zu erhalten, das sie für manche Dinge benötigen, müssen sie die Bohrtürme suchen. Zusätzliche Ressourcen finden Sie laut Satellitenaufnahmen im Osten. Na, ist wieder weg. Na komm. Stirb! Also wir können auch sterben. Wir haben hier eine HP. So, und ich würde sagen, jetzt, wenn die hier fertig sind, dann greifen wir mal an. So, wir würden jetzt erstmal bauen. Wir machen so eine kleine Panzereinheit. Und die können wir alle so zusammen markieren. Schaut mal. So, und dann gehen die auch los. I blow everything up for you. Das sollte da jetzt mal. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich die hier benutze. Aha! Wir kriegen hier übelst. Ja, schaut mal an. Dann können wir ja hier mal. Das müssen wir hier ein bisschen aufpassen wegen den Türmen, aber die machen wir gleich auch noch kalt. Schauen wir uns hier das mal an. Ah, da kann ich mich noch daran erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Au! Das ist aber böse. Have you seen them? So, jetzt müssen wir nochmal hier hin, aber ich würde sagen, komm. I blow everything up for you. Wir greifen jetzt da an. Post. Wir können wohl ein bisschen mal gemeinsam angreifen, das wäre gar nicht so verkehrt. I blow everything up for you. Komm. Hier wäre cool gewesen, wenn man immer die Waffe dann hat, wenn man runtergeht. Dann wird hier natürlich brutal gebaut. Kann ich hier auch? I blow everything up for you. Nein, das geht glaube ich gar nicht, ne? Okay.
Also die bauen momentan trotzdem gut. Ah, da hätte ich den machen können. Der muss gekillt werden. So, okay. Die greifen hier an. Ich hole mal ganz kurz drüben. Oder, komm. Ich versuch's hier nochmal. Komm, da komme ich schon klar mit. Zur Terminal. Okay, ich hol nochmal so eine Bombe da hinten. Machen. Hätten wir auch eh machen können, die kosten ja auch nichts. Ich hoffe, dass meine Einheiten jetzt nicht immer alle kaputt sind. Aber in der Zeit können wir hier nochmal. So. Das machen wir auch da. Okay. So. Den haben wir dann auch schon mal weg. Oh, guck mal, da ist ja sonst noch was. Geld! Okay, Ressourcen. Das ist natürlich sehr gut. Sagen, dass die auch mal hier hinfahren, weil wir brauchen die jetzt erstmal hier nicht. So, hier haben wir auch nochmal Ressourcen. Sehr gut, jetzt würde ich sagen, versuche ich nochmal hier das. Ich weiß, dass ich beim letzten Mal auch so lange gebraucht habe hier. Blue, blue, red, green, blue. Ah! Blue, blue. Blue, red, green, blue. Code ist valid. Ja, man muss auch lesen, was sie abgeht, ne? Ob ich nicht so blöd anstellen wie ich. Automatiktransfer started. Haben wir denn jetzt schon? Orkonit kriegen wir, ja, cool. Und den haben wir übernommen. Das heißt, sieht dann gar nicht so schlecht aus, dass wir auch hier mal so einen Geschützturm aufbauen können gleich, falls die uns dann auch angreifen, dass wir so ein bisschen vorgewarnt sind. Okay, let's do this. So, ich würde okay, sagen, dass wir hier mal uns die Einheiten schnappen, so, die mal da sammeln. Okay, mehr ist auch gar nichts zum Bauen. Dann schaue ich gleich mal. Wir haben jetzt einen Turm. Ich muss schauen. Ah, ist zu weit weg von der Basis kann der nicht. Okay, macht natürlich auch Sinn. So, der wird jetzt gebaut. Davon will ich natürlich auch noch einen haben.
Kann man sich so ein bisschen sicherer fühlen, ne? So, ich drehe nochmal. Bisschen weiter. So. Dann haben wir schon mal 2 an der Zahl. So, der kann schon mal Metall sich besorgen. So. As you wish. Und auf. Oh, da kommt direkt was Großes. I blow everything up for you. Na komm. Mist. Okay, wir müssen hoch, wir müssen hoch. So, die greifen da jetzt an, dann bauen wir hier nochmal direkt neue. So, okay. Hauptsache wir bauen da schon mal. Gut, so. Jetzt sollten wir ein paar gebaut haben auch. Okay, Commander. Your order, sir. Okay, schade, dass wir nicht mehr bauen können. Das wäre jetzt echt nice, dann können wir die überrennen. Noch was in der Pipeline hier. Okay. Headshot. Gut, dass wir unseren Truppen hier mithelfen können. Okay, we will kill
hier bei dir. Everything up for you. So, ich muss unbedingt jetzt. I blow everything up for you. I blow everything up for you. So, unbedingt nochmal was kaufen. Ein paar Granaten, Bomben. So. Dass wir hier auch mal vernünftig mithelfen können. Die 16 Granaten sollten erstmal reichen, ne? So, nochmal neu bauen hier ein paar Einheiten. Okay, dann können wir gleich angreifen. Das Haus kann ich aber noch platt machen, ja? Oh ne, das geht nicht. Die schießen direkt, schade. Ich dachte, ich könnte mich anschleichen. Aber das merken die auch. So, jetzt warten wir noch, bis die fertig gebaut sind. Okay, sie hatten keine Chance, würde ich mal sagen. Würde ich mal behaupten. So, jetzt gehen wir rein. Sebastian hat Granaten, ich habe eine Armee. Let's go.
Okay, da schnell bauen. Yes, Commander. So. Oh, guck mal, der Kleine. Okay, here we go. Der ist da immer noch. What can I do? Okay, dann bauen wir erstmal, dann haben wir noch ein paar. Oh, die haben ja jetzt nicht mehr viel. Ich wollte eigentlich gar nicht so weit spielen, aber es hat jetzt so Spaß gemacht. Schau da, die Box mit den Plänen. Befreie das Gebiet vom Feind. Zerstöre dann das und hole die Pläne. Die hab ich gesehen. Don't do that. I blow everything up for you. Okay, wir müssen hoch. Wir haben herbe Verluste erlitten. Jetzt müssen wir wieder bauen. Okay. Also das Ego-Kampfsystem könnte einen Tick besser agieren. Wenn ich runtergehe, möchte ich direkt irgendwie mein Kram haben, möchte nicht erst auf Inventory gehen und vielleicht mache ich auch was falsch. Kann natürlich auch sein. So, 16 Granaten. Wir holen uns noch ein paar Bomben. So, die sollten ja reichen. Yes, what do you want? No one will survive, Commander. No one will survive, Commander. Wir sammeln uns am Tor. Yes, Commander. I'm ready to go. As you wish. Copy that. So. What can I do? Okay, Commander. Also, das sollten wir jetzt aber. Okay, Commander. Okay. Warten wir mal, bis die alle da sind. On my way.
we will kill them. Okay, we will kill them. Was ist das? Tod. Mann! Kann doch nicht sein. Have you seen them? Na komm. Das nimmt uns jetzt keiner mehr, glaube ich. So, wenn wir das jetzt haben. Kann ich keinen Nachschub mehr generieren. I blow everything up for you. Der Untergang. An die Pläne wieder ran. Das kostet natürlich auch ein bisschen Zeit, ne? Unscramble. Da sind die Pläne. Yes. Vielen Dank, Kommandant. Sie haben die Mission hervorragend erfüllt. Jetzt gehört die Gegend uns. Geh zurück zur Basis. Mach dich bereit für die nächste Mission. Wir müssen voranschreiten. Ja, das war Mission 1. Wie gesagt, eigentlich länger als erwartet, aber ja, hat jetzt echt Spaß gemacht. Und man sieht schon, dass es nicht so einfach ist, auch auf normal. Also ich denke mal, wenn man jetzt wirklich auf Mittel oder Hard spielt, das nochmal eine ganz andere Hausnummer wird. Auch wird man wahrscheinlich viel öfter angegriffen. Und ja, also mir macht es Spaß, muss ich sagen. Ich kann euch das Spiel nur empfehlen. Für das Geld bekommt man keinen besseren Echtzeit-Strategie-Shooter, sage ich einfach mal. Und ja, es ist ein deutscher Entwickler, wie eben schon erwähnt, und das sollte man definitiv unterstützen. Es ist ein Ein-Mann-Team und dafür hat er hier einen verdammt guten Job gemacht, muss man einfach sagen. Und ja, es ist ein Indie-Titel, es bleibt ein Indie-Titel, es ist kein AAA-Game, aber trotzdem macht es Spaß. Man hat hier, 6 Level insgesamt, also 5 normale, ein Bonus-Level und die Maps werden natürlich auch größer und schwieriger. Man kriegt viel mehr Einheiten, die man bauen kann und so geht es immer weiter und
Ich würde gerne wissen, was ihr zu dem Spiel sagt. Einmal unter die Kommentare bitte. Ist das was für euch? Habt ihr euch es schon geholt eventuell? Oder sagt ihr, okay, mit dem Video jetzt habe ich echt Bock da drauf und ich hole mir das. Also wer Command & Conquer damals gesuchtet hat, der wird hier definitiv seinen Spaß haben. Und ja, ich kann nur sagen, holt euch das Game, unterstützt den Entwickler, habt Spaß mit dem Game und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr noch kein Abo gegeben habt, bitte ein Abo geben, würde mich echt freuen. Liked auf das Video und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.